Ha, Lilo, heute mal wieder ein Video, das ihr eigentlich einem anderen Zuschauer zu verdanken habt, ne? Einem älteren Zuschauer diesmal. Gut, eigentlich war das Video so gar nicht geplant, aber aufgrund des Hinweises dieses älteren Herrn, vielen Dank, gibt's dieses Video, ne? Gut, ich wollte mir aufgrund des Hinweises des älteren Herrn, was hat er mich denn hingewiesen, ne? Nicht nur, dass es Alt-Taste gibt und Alt und Grau, nein, es gibt Tasten, die ich manchmal in Videos zeige, so in der Onboard. Ja, Tastatur, ne? On-Screen-Tastatur. Und er fand es gut, zum Beispiel, dass ich dann da zeige, das ist die Taste Steuerung, ne? Da steht einfach drauf, Strück, ne? Strück. Könnte auch String heißen. Heißt aber Steuerung und auf englischen Tastaturen, ne, heißt das Control, CTRL, ne? Und wenn man in englischen Foren ist, ne? Dieser ältere Herr konnte jetzt nicht Englisch, ne? Gab's damals früher teilweise gar nicht in der Schule. Ne, Englisch lernen, ne, da war Krieg und Englisch lernen, das wäre ganz schlimm. Dann hat er gesagt, das finde ich gut, dass du dann auch zeigst, wo ich drücken muss. Ne. Daraufhin dachte ich, passe ich jetzt meine Onboard-Bildschirmtastatur an, die ein bisschen größer ist, ne, dass man gut lesen kann. Ne. Ältere Leute können ja manchmal auch nicht gut lesen. So, und dann ist mir aufgefallen, die Bildschirmtastatur hier, die ist total falsch. Die ist total falsch. Gut, was ist denn hier jetzt falsch? Zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass die nicht richtig eingedeutscht ist, hier unter Ubuntu 13.10. Zum Beispiel ist das meiste schon deutsch, aber hier steht nicht Bild auf und Bild ab. Ne? Und auf Englisch heißt es übrigens Page up und Page down, also Seite hoch und Seite runter. Deutsche Tastatur steht einfach nur Bild mit dem Pfeilchen, zum Beispiel auf meiner Tastatur. Das wollte ich mir anpassen, deshalb dieses Video. Und diese Rücktaste, ne, die Löschtaste, die sieht bei mir auf meiner Tastatur nicht so aus. Ich habe mir auch verschiedene andere Tastaturen angeschaut. Die Taste sieht nicht so aus, das ist eigentlich ein Pfeil, ne? Aber nicht so ein Ding. So. Und was dann total falsch ist, ist ja gut, wir kennen die Shift-Taste, ne, zum Großstellen früher auf den Schreibmaschinen, dazu da die untere Reihe oder die obere Reihe hoch und runter zu schieben, damit man die Großbuchstaben kriegte. Und das konnte man auch feststellen, ne? Feststellen. Damit man nicht immer so hochdrücken musste, ne? Und diese Taste ist so nicht auf meiner Tastatur, ne? Also die hier ist falsch, ne? Also das Symbol ist falsch und das Symbol ist eigentlich auch so nicht auf meiner Tastatur. Also diese beiden Symbole sehen auf meiner Tastatur anders aus. Der Pfeil ist nämlich andersrum, ne? Der Pfeil ist andersrum, der gehört gar nicht so rum. Er ist mir dann erst gar nicht so aufgegangen früher, ne? Aber mittlerweile. Gut, was haben wir noch drauf? Das Ubuntu-Symbol, ja, das ist gut. Ist auf meiner Tastatur wirklich so, das habe ich nämlich überklebt. Normalerweise ist das die Windows-Taste, ne? Und weil wir Linux-Freunde Windows nicht mögen, überkleben wir uns die manchmal. Ne? Das ist übrigens ein Circle of Friends, wenn man sich das genau anguckt, das Symbol. Von oben gesehen, drei Leute, die sich an den Händen fassen, stilisiert. Ne? Für die älteren Leute, Ringelpiez mit Anfasse. So, ne? Gut, das ist mir so aufgefallen. Ja, was war mir noch so aufgefallen? Numlock steht hier, ne? Hier steht nicht Num, ne? Auf deutschen Tastaturen steht einfach NUM. Da steht NMLEC, ne? Ja, was heißt das? Numerische Tastatur einrasten, ne? Numlock, ne? Lock heißt so einrasten so. Ne? Früher gab es diesen numerischen Ziffernblock, wo die Zahlen nochmal sind. Die haben wir ja streng genommen doppelt. Separat zum Ankoppeln an die Tastatur, ne, die ganz alten Tastaturen, kommen wir hinterher nochmal drauf, die hatten das zum Einschalten oder separat dran zu machen. Und hier steht NMLK und das ist nicht so. Ne, das ist ja falsch so. Ne. Gut, gehen wir mal auf die Tastaturbelegung. Ich habe hier auf Full Keyboard gestellt. Ne. Deshalb ist es dieses Video. Ne, deshalb nur so, gut. Ich wollte mir das jetzt anpassen. Ne, das ist ja alles total falsch hier. So, wie denn nu, ne? Wie denn nu? Da kann ich das Ganze personalisieren, damit ich das alles wieder richtig machen kann. Alles sowas von richtig. Namen für angepasste Tastaturlegung angeben. 100. So, ne? Wie sinnig. So. Und dann öffnet sich hier, schön, schön, ein Ordner Layouts. Layouts, ne? Oh, meine Grüße. Gut, was mache ich jetzt im Moment? Ich drücke hier einfach so eine Steuerungstaste und dann mein Mausrollrad nach vorne drehen. Steuerungstaste und das kann ich hier, glaube ich, auch zeigen. Das Mausrollrad nach vorne drehen. Steuerung.
Maus soll mal nicht drin. So. Dann kommt das alles ein bisschen größer vorwärts, ne? Gut. Hier gibt's eine Datei, ne? Datei, eigentlich nur eine Textdatei. Da heißt der The Recrunner Onboard. Und kann ich mit Rechtsklick, hier ist übrigens Rechtsklick-Symbol, Rechtsklick. Sehr schön. Öffne mit. Rechtsklick haben wir gemacht. Öffne mit G-Edit zum Beispiel. Im Editor. Und da sieht man, das ist ein Text. Sehr schön. Und daran sieht man jetzt die ganzen Tastaturbelegungen, was da so ist, ne? Und die jetzt nicht Englisch können, die haben jetzt irgendwie so ein bisschen verloren. Ein bisschen gut. Ja, was haben wir denn? Backspace. Ne? Was ist denn Backspace? Ich mache die Pfeile nochmal weg. Backspace ist diese Rücktaste, Löschtaste. Die ID dieses, ja, dieses Tastaturklicks heißt hier Backspace. Ne? Gut. Und man sieht bei den anderen, da habe ich so ein bisschen spekuliert, was kann man da alles machen. Zum Beispiel kann man da Images und Labels, ne, Rechtsklick kopieren, kann man da vergeben. Ich denke, das kann ich jetzt ändern. Ne? Gut, die Taste, ne, die Taste da, die heißt hier Backspace. Deutsch ist das einfach die Löschtaste oder so. Ne? Wie gesagt, Rücktaste. Rechtsklick einfügen. So, und da machen wir jetzt zum Beispiel. Ja, bei mir sieht das eigentlich so aus, ne, so wie so ein Pfeil. Wie so ein Pfeil, aber das sieht jetzt doof aus, habe ich mir gedacht. Also gehe ich mal hier oben drauf, suche die Zeichentabelle, Zeichen, Tabelle, Zeichentabelle, ob ich nicht irgendwie so einen schönen Pfeil finde. Da habe ich unter dem Schriftfont Worry, Halleluja, habe ich da so vieles gefunden, zum Beispiel auch die Return-Taste, die eigentlich mehr so aussieht wie da. Na, gut. Ich wollte, also bei mir sieht auf meiner Tastatur das eher so aus, ne, eher so, also Pfeil. Meinetwegen auch ein gefüllter Pfeil täts auch, ne? Vielleicht eher sowas, ne? Irgendwie sowas könnte ich nehmen. Ich nehme jetzt mal den, ne? Der kommt jetzt dem recht ähnlich. Doppelklick drauf. Markieren, Rechtsklick, kopieren. So, wo ist jetzt mein Text wieder? Den hole ich mir wieder. Und das hier, ne? Das ist die Rücktaste, wo ich da drauf, ne? Rechtsklick und einfügen. Die sieht eher so aus. Was habe ich gemacht? Die Backspace-Taste, ne? Die Backspace heißt, hat kein Bildsymbol und hat jetzt ein neues Label, einen neuen Text auf gut Deutsch. Und der Text ist jetzt dieses Pfeilzeichen. Gut, jetzt kann ich hier speichern. Es tut sich scheinbar nichts. Ne? Scheinbar nichts. Ich denke, gut, Zeichentabelle. Scheinbar nichts. Hast du dir so Mühe gegeben, tut sich scheinbar nichts. Hier sehen wir dieses Python-Symbol von Onboard. Jetzt schalte ich zum Beispiel mal einfach mal auf was anderes um, kurzfristig. Und dann auf mein Thema wieder. Und jetzt hat er funktioniert. Ne? Jetzt ist es so. Ne? Man muss also das quasi nochmal kurz abschalten, irgendein anderes Thema nehmen und wieder einschalten. Dann ist das so. Jetzt ist dieser Pfeil schon so ähnlich wie bei mir auf der Tastatur. Ne? Gut. Diese editierte Datei, die habe ich noch offen. Ne? Die ist da so. Und die kann ich noch weiter anpassen, ne? Dann sieht man zum Beispiel Label X allein, ne? Das allein im Wald der Tastaturen. Allein heißt so viel wie, ja, Ausrichtung, ne? Ja. Weil auf meiner Tastatur ist das ein bisschen weiter rüber, sagen wir mal 0,5 ausgerichtet. Ich könnte hier auch Leerzeichen reinbasteln, wieder speichern. Damit sich das überhaupt auswirkt, muss ich hier nochmal auf das Python-Symbol irgendein anderes Ding anklicken. Kurzfristig in andere Tastaturbelegung, dann meine wieder anwählen. Und dann ist the line, ne? Allein. Ah, Kevin allein auf der Tastatur. So, ne? Dann ist das so. So ähnlich sieht das bei mir aus, ne? Auch die Enter-Taste. Ne? Die heißt ja Return. Da können wir das gleiche Spielchen machen. Das hier hinten bitte dran lassen, ne? Das dient als Steuerzeichen für diese Datei, ne? Für diese komische Datei. Return-Taste, das könnte ich mir jetzt kopieren. Ich sag mal, Image ist wieder nix und Label. Rechtsklick kopieren, Rechtsklick einfügen, da noch ein Leerzeichen dazwischen, anderes Label. Und zwar gehe ich jetzt wieder auf meine Zeichentabelle, ne, und suche mir das, was so ähnlich aus. Das hier sieht so ähnlich aus. Ne? So, jetzt nehme ich die Taste da unten, Rechtsklick kopieren, gehe da wieder rein, Rechtsklick einfügen und jetzt habe ich hier die Return-Taste, ne, drin. Also wie gesagt, das hier hinten muss immer da bleiben. Ne?
Ich könnte jetzt anstelle dieses allein zu Hause, könnte ich auch Leerzeichen reinbauen, kann dann speichern, damit das wieder zur Auswirkung kommt, kurz irgendwas anderes anwählen, wieder zurückschalten. Und dann habe ich hier die Return-Taste, so wie sie bei mir auf der Tastatur aussieht, ne? Wenn die bei euch anders aussieht, könnt ihr ein anderes Zeichen aussuchen, ne? Genauso wie the Circle of Friends. Gut, total falsch war ja meiner Meinung nach hier dieses da, ne? Dieses da, die Hochstelltaste, die Dauerhochstelltaste, die da, ne? Die da ist eigentlich total falsch bei uns. Zumindest bei meiner Tastatur ist da ein Pfeil nach unten. So, jetzt gehe ich mal wieder auf meine Schriftnummer-Zeichentabelle. Gut, jetzt kann ich sowas zum Beispiel nehmen. Sowas ist schon mal ähnlich, aber das ist eher ein gefüllter Pfeil, der oben noch so einen Strich hat. Jetzt gucke ich wieder rum. Gucke ich wieder rum. So, ne? So sieht das bei mir aus. Doppelklick. Dann erscheint das da unten. Jetzt zoome ich mal ran, damit ihr es auch seht, ne? Es erscheint dann da unten. Dann kann ich mir das so markieren. Rechtsklick, kopieren. Jetzt habe ich aber sehr gezoomt. So, jetzt habe ich mir also diesen kleinen Pfeil kopiert, der nichts anderes ist als ein Text. Gut, was ist denn das, ne? Ja, Shift-Taste kennt man vielleicht. Großtaste würde man es vielleicht nehmen. Ne? Hier haben wir es, ne? Wir haben Left Shift ist diese da. Rechts Shift ist diese da. Und das Feststellen, ne, das, was man früher auf der Tastatur, ne, damit man da hoch und runter konnte, das ist hier in meiner Textdatei Capital, ne, in Capital Cells schreiben. Damit man an die Anführungszeichen rankam, musste man auch immer die Großtaste, Feststelltaste drücken, ne, und auf den englischen Dingen heißt das Capital Lock oder so ähnlich, einfügen. So, was mir jetzt natürlich noch fehlt, ist der Rest. Da kann ich aber auch sagen, image ist gleich nix, Leerzeichen. Und wir schreiben dann Label, ne, was nichts anderes heißt, nicht Lava und das gleiche Zeichen. Lava nicht so viel, sondern zeige endlich mal was gescheit ist. So, ne? Capital Lock hat kein Bild, man kann auch Bildchen vergeben. Hat einen Text, ne? Der Text besteht nur aus dem Text, der aussieht wie ein Pfeil. Ne? Das Zeichentabelle ist eigentlich so eine Art Schriftsatz mit Sonderzeichen. Ne? Und ich habe da einfach nur mal ein Sonderzeichen, das aussieht wie ein Pfeil in der Schriftart Vari, Vari. Vari, Vari, halala. So. Vari fertig? Nein, war ich noch nicht. Und zwar muss ich ja jetzt wieder mit dem Python-Symbol umschalten. Was anderes, wieder auf The Recrunner. Und dann ist der Pfeil nach unten. Gut, dann haben wir noch. Einen haben wir noch. Haben wir noch hier? Den da, ne? Den da, den Tab. Den Tab, ne? Der Tab ist dafür da, so eine Einrückung zu machen. Ja. Tab, ne? Sieht bei mir auch anders aus. Zeichentabelle? Zeichentabelle. Bei mir sieht es nämlich so aus. Hoffentlich verwirrt das jetzt nicht mehr, als es hilft. So, bei mir sieht das Symbol nämlich ganz anders aus. So ähnlich ist schon ganz gut, aber am Ende hat es noch so Strichskes. Das sind bei mir nämlich zwei so Pfeile. Und die haben noch zwei so senkrechte Striche am Ende, ne? Tap, ne? Dass man so rüberspringen und bremsen. So ungefähr sieht das aus. Da, ne? Rüberspringen und bremsen. Doppelklick drauf. Ist es da unten markieren, ne? Da unten, ne? Da so, da so. Dann wieder Rechtsklick und kopieren, Rechtsklick kopieren. Das können wir jetzt minimieren, können jetzt da mal wieder forschen. Was ist denn das, ne? Tab müsste ich jetzt suchen. Tab, ja, wo ist Tab, Tab, Tab? Backspace habe ich, Bottom Row habe ich, hier ist viel Kram. Irgendwo gibt es dann vielleicht auch mal Tab oder sowas, ne? Wenn ich das gefunden habe, wenn ich das nicht finde, das kann ich jetzt auch mal anwenden, meine Onscreen-Tastatur. Wenn ihr zum Beispiel in Gedit etwas suchen wollt, kann man das nicht nur so, sondern man sieht hier oben auch die Abkürzung Steuerung plus F. Also Steuerung und F finde, dann geht da oben ein Suchfensterchen auf und ich suche nach TAB. Tab, ne? Tabulator-Taste, ne? Dieses Einrücken von, ja, tabellenartiges Formatieren. So, image ist gleich Hochzeichen, Capitals, ja, Capitals. Capital Letters, Großschreibung, ja gut.
Nix, Label, 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 nicht so viel. Gleich. Aber gleich die Strichelchen und dazwischen mit Steuerung und V kann man nämlich einfügen, was man vorher so kopiert hat. Ne? Steuerung V, gibt auch nicht viele. Alt F4 wäre zum Schließen des Fensters speichern. Schön, gut. Jetzt muss ich wieder kurz wieder in dieses Menü rein. Zu irgendwas anderem umschalten, wieder zurück. Und dann sieht das so aus. Ne? Dann sieht das so aus. Ne? Finde ich besser. Das ist doch schon eher nix. Ist mir so aufgefallen. Ne? Das gleiche könnt ihr natürlich auch machen mit den anderen Tasten. Nimlock. So heißt das gar nicht bei uns. Ne? Bei uns heißt das Numm einfach. Nur Nimm. Wo ist denn das? Ja, hier ist übrigens das mit Page Up und Page Down. Da könnte ich auch mal schnell. Page Up und Page Down gibt's bei uns nicht. Das sind die beiden Kollegen, ne? Page Up. Bei uns heißt das Bild und Pfeilchen nach oben, Bild und Pfeilchen nach unten. Page Up heißt eigentlich Seite hoch und Bild hoch ist es dann bei uns, ne? Dieses Image. Ist gleich, ihr seht, ist gar nicht so einfach. Ein E-Mail, ja? So. Label ist gleich so hinten dran Leerzeichen und Page Up wäre also Bild und da komme Pfeil nach oben. So, jetzt gehen wir wieder Zeichen, aber jetzt suche ich einen Pfeil nach oben, einfach nur so ein Pfeilchen nach oben. Ja, wo ist er denn? Ne? Ein Pfeil nach oben, ja, der ist noch nicht so ganz, ne? So ganz sieht er nicht so aus wie der auf meiner Tastatur so erscheint. Ja, gibt noch mehr. Schauen wir mal. Warten wir ab und zu. Hier, da. Der sieht doch gut aus, ne? So, der Pfeil nach oben. Das wird meine Bild auf Bearbeiten, Kopieren. Kann man auch Steuerung C übrigens drücken, ne? Steuerung C zum Kopieren und Steuerung V zum Einfügen. Schon steht hier statt Page Up Bild und nach oben. Dann machen wir das Page Down gleich mit ihm. Ist nix. Label ist gleich Bild und dann mache ich mir gleich das Dings und das Leerzeichen. Jetzt fehlt noch der Pfeil nach unten wieder meine Zeichentabelle. Wo war ich denn? Da, der da. Pfeil nach unten, so. Kopieren, habe ich jetzt das richtig rum? Ja. Und Steuerung V einfügen. Jetzt habe ich Page Up und Page Down. Bild. Und Pfeil nach oben, so sieht's bei mir aus. Und Bild und Pfeil nach unten, so sieht's bei mir aus. Speichern, kurz wieder in das Einstellungsmenü irgendwas umschalten und zurück. Und dann steht da tatsächlich Bild hoch und Bild runter. Ne? Circle of Friends, wir sind alle Freunde. Auch so Freunde. Freunde des schwarzen Humors. Es gibt ja auch ganz andere Zeichen, ja. Habe ich gerade so gesehen. Ne? Das ist das holländische Symbol für Frau Antje tanzt um die Windmühle, ja. Ja, sieht man an den 4 Punkten, viermal Frau Antje, ne? Jeder nur ein Kreuz. Ja, gut. Das Glückssymbol für, was ist das? Rungdrangjangkor, Symbol of good luck and well-being in India. Das steht immer auf diesen Bussen, ne? Wo Gangbang draufsteht, glaube ich. Nee, dürft ihr nicht machen, Kinder, nicht einsteigen, vor allem nicht die Mädchen. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.